Italien, wir kommen. Houston, wir haben ein Problem. Ihr Lieben, Folgendes, ich kann es euch mal erklären. Wir versuchen jetzt erstmal Ruhe zu bewahren, erstmal cool zu bleiben, aber es gibt wohl ein Problem mit dem Fiat 500. Schaut mal da. Oh mein Gott. Ey, den kaufen wir uns, ne? Ja, und dann machen wir machen damit einen Roadtrip direkt nach Italien. Hier an der Grenze kostet die Vignette übrigens nur 40 Franken. Ich habe eben umgerechnet 4,5 Euro zu viel bezahlt, ich Idiot. Geschafft. Zweiter Tag, es geht weiter. Beantrage jetzt deine THG-Quote über meinen Link in der Videobeschreibung und kassiere dein Taschengeld über Geld für E-Auto. Viel Spaß beim Ausgeben. Und es geht los. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Nase ist bereit. Ja, definitiv. Ich bin glücklich, weil wir haben alles unterbekommen. Ich habe sogar noch Platz für meine Strandtasche bekommen. Ja, super. Ja. Also, Luigi ist bereit. Das Video habt ihr gesehen, was als erstes gelaufen ist. Wir haben euch nämlich gezeigt, was in den kleinen Fiat 500 Elektro alles so reinpasst, ne? Wenn man zu zweit ist zumindest. Scheint zu klappen, wird eine lange Reise. Also, es geht jetzt von Köln nach Rom, aber mit einem Zwischenstopp in Lugano. Richtig. Das wird nochmal super interessant. Tessin ist nämlich eines der schönsten Orte in der Schweiz. Was wir letztes Jahr festgestellt haben, falls ihr das Video dazu nicht kommt, könnt unter dem Playlist gucken. Auf jeden Fall. Wo waren wir da? Bei Leverzasca waren wir, in Tessin auf jeden Fall, Locarno. In Ascona, Locarno. War wunderschön, wunderschön. Können wir euch nur empfehlen. Ja, aber wir haben jetzt gleich 18.30 Uhr. Ich wollte nicht morgen früh losfahren, ne? Genau, um 5 Uhr aufstehen. Direkt, also einmal heute übernachten und morgen früh direkt so, also geplant ist 12, 1 Uhr, dass wir in Lugano sind. Genau. Dann haben wir wenigstens noch was vom Tag in Lugano. Vom Tag und von Lugano und euch nehmen wir natürlich mit. Bis wir in Rom ankommen, so lange geht das Video, dann gibt es eventuell noch eine Roomtour. Ne? Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Jetzt haben wir zu viel geredet, ich brauche dringend einen Kaffee. Ich habe eben für 30 Minuten meine Augen zugemacht, damit ich jetzt ein bisschen Energie sammeln konnte. Aber noch mal ganz kurz zu Luigi. Wir haben den hier in diesem türkis-grün-blau-metallic, was auch immer, mit so schicken 16-Zoll-Alufelgen. Er ist sehr, sehr, sehr gut ausgestattet. Der ist heute gekommen und hat gerade mal 800 Kilometer drauf, Leute. 800 Kilometer. Das wird sozusagen seine Jungfernfahrt. Ja? Und direkt schon ein riesen Roadtrip hier. Das ist nicht die La Prima Edition, sondern die Nas Edition. Mach mal bitte Platz. Oh, ja, ja, ja. Der steht dir. Ich weiß. Ja, ne? Der steht dir total. Da hier. Mein Herzensauto, wenn ich einen Zweitwagen gebraucht hätte. Definitiv. Was mein Hauptauto sein sollte, wisst ihr ja. Ja, das wissen die alle schon. Okay, ich würde sagen, nicht viel quatschen, machen, ne? Los geht's. Achtung. Und jetzt sitzen wir hier in unserem schicken kleinen Luigi. Also, Rom. Wir kommen auf jeden Fall, aber erst gibt es noch Kaffee von unserer Stammtanke hier, die hoffentlich bald auch ein paar Ladesäulen hier hinpflanzen dürfen können. Es ist jetzt 18.38 Uhr, ja, wir haben 93% im Akku, eine Reichweite von 245 Kilometern wird uns angezeigt, aber erste Ladepause in Rheinböllen, Bahnhofstraße 53, da geht es jetzt erstmal hin, Aral Truck, das ist nämlich eine Aral Puls Ladesäule, von hier aus sind dorthin 148 Kilometer, wir drücken mal auf Fahren und würde ich sagen, jetzt gibt es erstmal leckeren Kaffee und dann, Aschkim? Und dann geht's los. Aber kurz zu den Assistenzsystemen. Wir haben hier das volle Paket. Wir haben Spurhaltesystem, wir haben Abstandstempomat, wir haben Lenkassistent, das heißt Autopilot. Und das macht er viel besser als wie manch seiner größeren Brüder in der E-Mobilität. Leute, das sage ich euch. Schaut mal, wie sanft er abbremst gerade, weil er den LKW vor uns erkannt hat. Ne? Da ist jetzt ein LKW und das Lenkrad ist kapazitiv. Das heißt, ich muss nicht hin und her schütteln, sondern einmal berühren reicht schon. Und er
ist sehr, sehr, sehr zuverlässig. Die Systeme arbeiten wirklich sehr gut. Ich habe das in den früheren Tests auch immer wieder erwähnt. Also das kann der Fiat 500 wirklich sehr gut. So, wir sind da. Unsere erste Ladepause hier bei Aral Puls in Rheinböllen. 150 Kilometer sind wir jetzt gefahren mit Luigi zusammen. Und an alle, die sich jetzt nochmal fragen, womit lädst du, womit bezahlst du? Ich habe ein Abo bei Elli abgeschlossen, meine Lieben. Da zahle ich momentan 47 Cent DC und bei AC 30 noch was Cent, habe ich jetzt vergessen. Kann ich euch runterschreiben. Auf jeden Fall bei allen DC-Anbietern, egal ob Aral, E.ON, Allego, Fastnet, immer 47 Cent die Kilowattstunde und bei Ionity bezahle ich damit 35 Cent. Aber damit aktivieren wir jetzt hier die Säule, nehmen den Stecker rechts und können auch schon anstecken. Bitte schön, Madame. Boah, die ist schwer. Boah, ist schwer das Kabel, ne? Jawohl. Der Fiat 500, der kann ja vom Werk aus 85 kW ziehen im Peak. Wir haben 25%. Er müsste normalerweise seinen Peak jetzt erreichen. 83, seht ihr? 83,6. Sehr gut. Also, bis auf 70% laden, dann geht's weiter. Und bei 76% beenden wir das Spiel. Er lädt bei 77% sogar noch 48 kW, 50 kW Ladeleistung. Aber das reicht. 70% hätten schon mehr als gereicht, aber gut, so ist es nun mal. 19 Minuten und es geht weiter. Später, zweite Ladepause bei Aral Puls in Schwegenheim, meine Lieben. Der Luigi hat ungefähr 15% im Akku. Jetzt schließen wir ihn an. Wir laden ihn hoch so bis 60-70%. Von hier aus sind es nämlich knapp 90 Kilometer bis zu unserem Hotel, bis zu unserer Bleibe. Und dann gibt es eine kleine Roomtour. Mal gucken. Jetzt aber erstmal einstecken. Anstecken, anstecken. Und da sind wir jetzt in unserem Zwischenstopp, 353 Kilometer später. Hier in Bühl sind wir jetzt übrigens, insgesamt im Schnitt 17,8 Kilowattstunden verbraucht. Und Leute, soll ich euch was sagen? Ich bin überall 120 bis 130 meistens gefahren, wo es frei war. Denn von Ladepause zu Ladepause hatte ich immer genug Reichweite. Wir sind jetzt auch mit 28% angekommen, haben über 50 Kilometer Reichweite. Aber seht ihr das weiße Haus da in der Ecke? Da gibt es gleich eine Roomtour. Wir werden jetzt unsere Koffer da hochtragen, einchecken. Und dann werde ich das Auto hier über Nacht an eine Ladesäule anschließen, damit wir morgen früh für alle Fälle mit 100% trotzdem wieder losfahren. Richtig. Und es gibt keine Blockiergebühren, denn wir haben schon 23 Uhr. Apropos, wir haben 4 Stunden und 25 Minuten gebraucht von Köln bis hierhin für 360 Kilometer mit zweimal Laden. Jeweils einmal 19 Minuten geladen und die zweite Ladepause waren auch 19 Minuten. Und es waren viele Baustellen, also über wieder. Baustellen waren einige da, ja, das stimmt. Aber ich finde es okay von der Zeit her. Ja, finde ich auch. Absolut okay. Also war alles sehr angenehm. Ja, genau. Jetzt einchecken. Wir haben jetzt die Koffer hochgetragen. Ich kann euch das gerne mal zeigen hier. Das ist super, super cool gemacht und einfach. Hier gibt es, wenn man außerhalb der Öffnungszeiten kommt, bekommt man einen Code. Und hier sind die Zimmerschlüssel aufbewahrt, also Zimmerkarten. Wir haben die 104. Und dann checkt man einfach ein. Zack. Und es geht hoch. Hallo Frau Bay. Oh ja, ja. Also schön in grün und weiß und beige gehalten alles. Eine kleine Küchenzeile. Total süß und total unkompliziertes Einchecken. Das ist natürlich auch wichtig, wenn man mitten in der Nacht kommt. Ne? Genau.
alles wunderbar geklappt. Was haben wir bezahlt? Schreibe ich unten rein, habe ich nicht mehr im Kopf. Normalerweise gibt es auch einen Parkplatz unten, aber leider keine Wallbox. Also an alle, die verantwortlich sind oder Besitzer oder geschäftsführende Leute, schmeißt hinten unten bitte an die Wand zwei Wallboxen. Ja. Dann bekommt ihr viel mehr Kunden, ja, auch dank unseren Videos. So, ich bin jetzt hier 300 Meter weiter von unserer Bleibe. Gibt es hier eine Ladesäule? Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. E-Tankstelle, Stadtwerke Bühl. 2x22 kW Anschluss. Hier darf ich jetzt laden und während des Ladens Ladevorgang parken. Gratis. Da habe ich den Luigi jetzt hingestellt. Und Leute, schaut mal, unser Typ 2 Kabel. Nagelneu unbenutzt. Ich mache die Premiere. Einmal das Auto. Zack. Ja, wunderbar. Und ab 21 Uhr keine Blockiergebühren, bis morgen früh um 9 Uhr. Dann nutze ich das selbstverständlich aus. So, Auto angeschlossen. Jetzt bin ich müde. Wir sehen uns morgen. Ihr bleibt schön dran. Bis dann. Geschafft. Zweiter Tag, es geht weiter. Ah, wunderbare Landschaft, Leute. Ich liebe es immer, wenn es Richtung Süden geht. Wir sind jetzt hier in Mülheim, kurz vor Basel, irgendwo im Süden unterwegs. Unser Luigi zieht seine 85 kW wieder. Wir laden ihn bis 70%. Aber nein, nein, wir werden nicht von Aral bezahlt. Aber was ich super toll finde hier, schaut mal. Seht ihr? Wir haben Papier, wir haben Wasser und nochmal Abfallbehälter und so weiter und so fort. Alles schön sauber und ordentlich. Was fehlt, ist nur eine Überdachung, eventuell bei Starkregen. Aber ist ja nicht schlimm, wir wollen ja nicht meckern. Na, jetzt machen wir erstmal die Scheiben sauber. Das muss nämlich auch sein. Ah ja. Und Zeit für eine Vignette. Ich habe jetzt noch mal kurz angehalten, kurz vor der Schweizer Grenze. Das ist hier Autobahn 5. ATR Südbaden GmbH, Aral Tankstelle. So, und 45 Euro. Und das ist hier die Deutsch-Schweizer Grenze. Hier an der Grenze kostet die Vignette übrigens nur 40 Franken. Ich habe eben umgerechnet 4,5 Euro zu viel bezahlt, ich Idiot. Aber macht ja nichts. Dann ist das eben so. Jetzt wisst ihr es alle zumindest. Ja. Und willkommen in der Schweiz, würde ich sagen, ne? Hallo Frau Bay. Hallo. So, Ankunft Neuenkirchen Ionity hier in der Schweiz. Wir haben ihn auch schön angeschlossen. Er lädt wieder seinen Peak. 21% von hier aus nach Lugano noch knapp 85 Kilometer. Beim Hotel haben wir gerade angerufen. Check-in erst ab 15 Uhr. Ich möchte in Lugano, habe ich geguckt übrigens, gibt es im Zentrum zwei Säulen, AC-Säulen, also vier Stecker insgesamt. Ich werde ihn heute Abend wieder irgendwo anstecken, damit wir morgen früh mit 100% Richtung Rom starten können. Das wird eine also lange Tour. Bis jetzt läuft ja alles wirklich wie geschmiert. Nirgendwo mussten wir warten. Es hat alles auf Anhieb geklappt. Genau. So kann es auch laufen, so sollte es auch genau laufen. Genau. Ne? Und ja. Also Reisen mit kleinem Elektroauto, eins kann ich euch sagen, Leute, natürlich muss man öfters laden, ja, aber nicht so lange, weil der Kleine zieht für seine Größe eigentlich gut, ziemlich ja, schnell. Ne? Das stimmt. Ihr habt es ja selber gesehen, wir haben maximal 19 Minuten geladen, letzt eben noch 14 Minuten und jetzt gleich hier maximal auch 20 Minuten. Und also wir nutzen definitiv jede Ladepause auch, um auszusteigen, auf Toilette zu gehen, genau, ein paar Schritte zu machen. Ja, alle 3 Stunden hätte uns auch gereicht, genau, aber so ist es dann. Aber wir wollen euch hier auch mal zeigen, dass es auch mit so möglich einem Auto ist, machbar ist. Ne? Wobei noch befinden wir uns hier genau auf sicherem Boden. Ne? Sobald es südlicher geht in Italien, müssen wir mal gucken. Aber so schlimm wird es wohl nicht sein. Wir waren ja schon in Andalusien, allerdings mit dem Mustang Mach-E, ne? Mit einem größeren Akku. Naja, ihr bleibt dran, ihr werdet es ja sehen.
Wir stehen jetzt gerade hier im Stau. Leider, leider, leider kann man nicht ändern. Es ist Samstag heute. Noch 3,2 Kilometer Stau. Und das ist ein guter Zeitpunkt, wenn wir müssen noch 80 Kilometer sowieso geradeaus. Nas kann ab sofort übernehmen. Sie fährt normalerweise nicht gerne im Ausland, ne? Ach, stimmt. Nein. Und außerdem brauche ich auch die Zeit, um meine Recherchen noch zu machen. Stimmt. Sie ist ganze Zeit hier Notizen am Ausfüllen über Lugano. Aber ich jetzt, ein guter Zeitpunkt für mich, die Augen zuzumachen, etwas, um mich auszuruhen. Ne? Wir haben ja noch viel vor heute in Lugano, deswegen. Genau, du musst fit sein. Kraft tanken. Aber guckt euch das mal an. Malerisch schön, oder? Ja, ne? Die Aussicht ist wirklich toll hier. Und da sind wir endlich hier beim Continental Park Hotel in Lugano. Endlich angekommen, dort wo es Palmen gibt. Überall, wo das Auge nur hinguckt, ja, hinschaut, sind überall Palmen. Wir waren schon in der Rezeption, haben eingecheckt. Genau. Also es sieht bis jetzt alles blendend aus. Und ich muss keine Koffer schleppen. Genau. Hier gibt es nämlich einen Nebeneingang direkt zum Lift. Das finde ich super. Luigi wartet hier auf uns, er steht sicher. Ich werde ihn heute Abend nach der City-Tour irgendwo an eine Säule anschließen, damit er morgen 100% hat. Genau. Jetzt gehen wir ganz schnell uns umziehen, Roomtour natürlich mit euch gemeinsam machen. Richtig. Und dann geht's los. Falsches Lied. Lal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 a. Naja, wir sind ja noch in der Schweiz. Moment. Stimmt, aber ja, italienisches Flair, ne? So, offizielle Sprache ist Italienisch hier in Ticino. Und, ui, was für ein schönes Bild. So, Nummer 23, 23. Hallo, Frau Bay. So. Et voilà. Ta-ta-ta-ta-ta. Hier haben wir schon mal unser Badezimmer mit Licht. Wo ist das Licht? So. Mit Dusche und wow, oh, wie schön ist das denn? Hier ist die Tür, hier haben wir noch, haben wir eine Terrasse? Ach, wie schön ist das denn? Aber keine Zeit, sie zu genießen, weil wir raus müssen. Wie schön. Oh, klasse, klasse. Das ist schön. So, ja, ist sozusagen so eine Gemeinschaftsterrasse für drei Zimmer. Man die Möglichkeit hat, ab und zu mal trotzdem im Freien zu sitzen. Wunderschön. So, jetzt umziehen und dann geht's nach Lugano. Nicht unweit von unserem Hotel entfernt beginnen wir unsere Tour in Lugano mit der Kathedrale San Lorenzo. San Lorenzo. Sie gehört zu den Wahrzeichen Luganos, liest man überall. Ja? Aus dem 9. Jahrhundert, also sie ist wirklich sehr alt, wurde natürlich auch erweitert, Stilerweiterung. Ursprünglich war es nämlich im romanischen Stil. Und nach kam Renaissance und gotischer Stil hinzu. Und das gucken wir uns jetzt gemeinsam an. Komm mit. Schöner wie der andere. Also sehr originelle Sachen verkaufen. Und schaut euch mal die Gebäude an. Wirklich einer schöner wie der andere. We'll be right back.
So, und wie gerufen zieht es mich schon direkt in die Richtung Elektromobilität. Schaut mal, wir haben hier einen Microlino. Ich sehe den Kleinen jetzt zum ersten Mal. Der ist ja super niedlich hier, schaut mal. Mit einem Typ-2-Kabel, der kann höchstwahrscheinlich einphasig laden. Aber großer Kofferraum definitiv. Und vorne finden zwei Personen anscheinend richtig gut Platz. Und die Kiddies freuen sich höchstwahrscheinlich hier. Schaut mal, eine Handyhalterung haben wir noch zusätzlich. Perfekt. Geil. Aschkim, komm, setz dich mal kurz rein. Liebe Elektrobike, wir genau. Stellen euch offiziell den... Wie heißt der nochmal? Microlino. Oh. Microlino. Egal, komm. Ich muss da jetzt auch rein. Oh mein Gott. Ey, den kaufen wir uns, ne? Ja. Und dann machen wir machen damit einen Roadtrip direkt nach Italien. Guck mal, wir haben hier ein Schiebedach. Okay. Das Lenkrad ist ja sowas von geil. Erinnert mich an die alten Momo-Lenkräder. Ja? Kein Airbag, aber nichts. Und aber dafür ein Display hinter dem Lenkrad. Und die Tür kann man, glaube ich, hier so zuziehen. Haben wir genug Platz? Es geht. Wir müssen uns nicht über die Mittelarmlehne streiten. Nein, tatsächlich. Nein. Es gibt nämlich keine. Aber, ey Leute, ich bin sowas von gespannt auf die erste Probefahrt mit dem. Ungelogen. Ja, guck mal. Wir haben hier so Schiebefenster. Wie in alten Zeiten. Ist das geil, ey. Guck mal. Okay, wie öffnet man die Tür? Ziehen? Das hättest du vorher dir überlegen müssen, nicht ich. Tja, das ist die Frage. Nein, das ist dein Warnblinker. Help, help. Öffnen. Ja, wie geht das? Warte. Hier hinten. Okay. Ui, cool, das ist ja geil. So, alles gut. Super. Hoppa. Ja, süß, total süß, der Kleine. Aber sowas von. Also, mitten auf unserer Sightseeing-Tour. Könnten wir euch noch einen kleinen Review machen? Übrigens sind wir auf der Piazza della Riforma, eins der berühmtesten Plätze hier in Lugano. Hier steht das wunderschöne Rathaus und da gehen wir jetzt auch mal ganz kurz rein, weil die soll einen schönen Hof haben. Okay, dann lass uns mal Richtung Rathaus. Spartacus. And why? Well, Lamborghini were always named after its famous fighting bull. Well, nella giacca su misura come esempio in italiano. Tja, alles Oldtimer. Schöne alte Zeit, sage ich nur. Schaut mal hier, ein wunderschöner Jaguar hier, der langen Schnauze. Eine Superleggera. Und ein 300er SL. Ein Ferrari. Ja, schöne alte Zeit, ne? Ich komme mit dem. Die haben so eine Ausstrahlung, ja. Das ist wirklich elegant. Diese Autos kann man nur lieben, mein Gott. Ja, einfach nur klassisch halt, klassisch. Ja, und da steht er in seiner ganzen Pracht, der San Salvatore, 912 Meter lang. Und aufgrund seiner markanten Form wird er auch sehr oft mit dem Zuckerhut verglichen, der in Rio de Janeiro steht. Hinter uns seht ihr nicht nur diese wunderschöne Aussicht zum Luganer See, hinter uns seht ihr auch diese alte Kirche namens Santa Maria delle Angioli und da drin befindet sich das wichtigste Renaissancebild der Schweiz überhaupt. Und was es damit auf sich hat, das erzählt uns Nas. Es geht nämlich um ein Meisterwerk von Bernardino Luini,
ein Schüler von Leonardo da Vinci. Und zwar geht es um ein Freskengemälde von Passion und Kreuzigung Christi. Und ich bin total gespannt darauf und wir werden es mit euch gemeinsam uns anschauen. Ja, also einfach nur überwältigend. Wahnsinn. Ja. Ja, wirklich. Also man ist sehr, sehr, sehr erstaunt über die Kunst, was da drin steckt an Arbeit. Ja. Und wie groß das war. Ne? Also es ist wirklich, man wird wirklich einfach nur überwältigt, wenn man reingeht, von der Größe auch. Und wie du schon gesagt hast, die Farben. Die Details. Wahnsinn. Ja. Und du weißt es ja. Was denkt ihr, wie viele Personen dort auf dem Bild zu sehen sind? Das ist Wahnsinn. 153 Leute sollen da dargestellt worden sein und Wahnsinn. Zahlreiche Pferde. Ja, ne? Stimmt, stimmt. Und wir haben noch was gesehen, und zwar das letzte Abendmahl. Genau, ja. Auf der linken Seite. Ja, vielleicht als Huldigung für Leonardo da Vinci, seinem Lehrer. War ja sein Schüler, ne? Genau, er war sein Schüler. Das Original steht übrigens wo? In Mailand, Santa Maria della Grazia. Ja, da habe ich eine schlechte Erinnerung, und zwar wollte ich das unbedingt sehen, besuchen. Allein deswegen sind wir nach Mailand gereist. Genau. Ich wusste, dass man, also für jeden, der das auch sehen möchte, ihr müsst eure Tickets schon 2 Monate vielleicht im Voraus kaufen. Mindestens wirklich. Online am besten. Buchen. Ja, wir haben uns leider um einen Tag vertan. Und obwohl wir dann vor Ort direkt nochmal bezahlen wollten und die Tickets gezeigt keine Chance, haben und keine 5 Minuten, keine die haben mich nicht reingelassen. Wir waren einen Tag zu spät da, wir haben uns einfach mit dem Datum vertan, ja. Wir waren in Mailand, wir sind extra dafür hingeflogen. Ja. Ey, das war der Wahnsinn, ist aber, schon 10 Jahre her. Ja, war eine sehr, sehr große Enttäuschung für mich. Falls ich nochmal nach Mailand sollte, würde ich es nochmal wiederholen, weil sowas ist einfach unbezahlbar. Genau, aber richtig. Diesmal fliegen wir nicht, diesmal fahren wir. Richtig. Und zwar elektrisch. Ihr Lieben, wir sind jetzt hier im Grand Café Al Porto in Lugano. Das ist hier ein sehr altes und berühmtes Café, wo schon die ganzen Berühmtheiten der Welt schon hier waren und Kuchen und Cappuccino gegessen haben, werden wir auch tun. Aber hier gibt es eine tolle Besonderheit, und zwar hier gibt es einen berühmten Zimmer. Die heißt nämlich die Cenacolo, würde ich mal behaupten. Nein. Doch. Doch, sorry. Macht dir nichts. Auf jeden Fall. Guckt euch mal bitte die Decke an. Die ist aus dem 16. Jahrhundert. Wahnsinn. Als Café existiert es seit 1803, ja. Aber alles, was Rang und Namen hat, hier soll sogar Vittorio Emanuele schon gegessen haben. Wahnsinn. Und schaut mal hier. Hier ist der Kamin, der alte Kamin. Der und diese Decke hier. Ja, Wahnsinn. Ja, hat schon Atmosphäre, ne? Auf jeden Fall. Schön. Also, ein Geheimtipp vielleicht für viele von euch. Also, ich habe es jetzt erst erfahren, ne? Man darf als Kunde oder als Gast hier hochkommen und sich das anschauen und filmen und fotografieren. Wir haben höflich gefragt. Genau. Und ich habe mir Erdbeerkuchen bestellt und die sieht verdammt lecker aus. Ich habe mir was mit Himbeeren bestellt. Auch eine Spezialität von hier. Komm. Cappuccino. Gucken wir uns an. Yep. Und so sehen die Leckereien aus. Mein Erdbeerkuchen und Waldfrucht für mein Schatz. Für heute. Es gibt noch viele, viele Orte, die wir eigentlich euch noch zeigen könnten oder hätten müssen, was auch immer. Aber es ist wir sind noch am Anfang unserer Reise. Und morgen haben wir noch knapp 10 Stunden Fahrt vor uns, von hier bis nach Rom. Also ich habe schon geschaut bei A Better Route Planner. Wir sollen 5-mal laden mit dem kleinen Fiat, das ist nun mal so, aber ich denke, das kriegen wir hin. Das wird definitiv lustig. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch total drauf. Und jetzt im Moment lassen wir es uns einfach nur genießen mit dem wunderschönen Ausblick hier. Und das Allerbeste ist, es ist kostenlos und das in der Schweiz. Ja, wie der Tarek schon gerade gesagt hat, natürlich gibt es in Lugano noch viel mehr zu sehen. Wir hätten auch mit der Seilbahn zum Monte Brev hochfahren können. Das Fischerdorf Giandrea. Also mit einem Mal Lugano ein paar Stunden ist es noch lange nicht getan. Das ist uns bewusst.
Aber wie schon Tarek gesagt hat, wir möchten nicht von einem Punkt zum nächsten abhetzen, nur damit wir die Sachen abhaken können, sondern wir möchten auch etwas genießen. Genau. Ne? Wir haben jetzt Kaffee und Kuchen gehabt, wir haben Eis gehabt, dann gibt es gleich ein leckeres Abendessen. Wir werden gleich einen wunderschönen Park besuchen. Genau. Und Kani, Park Kani. Genau, das absolute Highlight überhaupt hier in Lugano als Fotospot. Das zeigen wir euch noch und dann geht's langsam, aber sicher in Richtung Hotel, denn ich bin müde und ich möchte heute etwas früh ins Bettchen. Ja. Was ich aber auch noch unbedingt erwähnen wollte, ich liebe in der Schweiz diese roten Parkbänke. Ja? Also allgemein ist ja Rot, glaube ich, sehr, sehr wichtig hier in der Schweiz. Die Busse sind in Rot, die Bänke sind in Rot. Die kleinen Bötchen in Rot-Weiß genau. gehalten. Ich meine, die Flagge ist ja auch rot. Genau, die Nationalfarbe. Es setzt sich so schön mit Blau und Grün als Kontrast ab. Und das sieht wirklich so schön aus und gibt dem Ganzen eine tolle Idylle. Finde ich herrlich. Es war definitiv eine gute Idee, Lugano noch zu besuchen. Wir hoffen, euch hat es auch gefallen. Ne? Wir sind aber noch nicht am Ende. Nein. Ihr bleibt mal schön dran hier. Buongiorno, guten Morgen. Gute Tag, bonjour, good morning, was auch immer, ihr Lieben. Wir sind bereit. Lugano, es war schön mit dir, die Sonne scheint. Es hat gestern Abend sehr stark geregnet. Gestern Nacht, Aber genau. Aber jetzt ist Zeit, wieder uns auf den Weg zu machen Richtung Rom. Der kleine Luigi ist vollgepackt wieder mal, ne? Aber er schlägt sich bis jetzt ziemlich gut. Natürlich muss man öfters laden, muss man natürlich nicht sagen. Aber kurz im Hotel, wir waren wirklich sehr zufrieden. Der hat hinten nochmal einen riesen Parkplatz für ungefähr 20 Autos, aber keine einzige Ladesäule. Wir werden das nochmal ansprechen gleich. Also das geht gar nicht. Wenn die das noch hätten, dann wäre das 100% perfekt zu empfehlen. Unbezahlte Werbung übrigens. Und viele von euch fragen immer in den Kommentaren, wie bucht ihr eure Hotels? Wir buchen unsere Hotels immer über booking.com. Die haben eine App. Es ist für uns mittlerweile sehr einfach. Und da wir seit Jahren über die buchen, haben wir mittlerweile auch irgendwie viele Rabattpunkte sammeln können, so dass ich bei einigen Hotels starke Nachlässe bekomme. Aber sonst keine bezahlte Werbung haben die mit uns gar nicht nötig, ehrlich gesagt. Wir tun immer in den Filtermöglichkeiten nach Möglichkeit mit Ladestationen angeben. Genau. Und bei den Kleinstädten ist es Gold wert. Bei Großstädten findet man so oder so eine Ladesäule, sage ich mal. Ansonsten, klar, Negativbewertungen und so weiter. Negativbewertung ist auch nicht direkt gleich negativ. Ja? Also wir lesen uns das schon durch und wir haben super gut geschlafen. Die Betten waren bequem. Das Anwesen ist ja hier alt, aber es wurde renoviert. Ja. Und es ist wirklich sehr, sehr schön. Man konnte sehr, sehr gut schlafen. Ja. Und die haben auch einen Aufzug, obwohl das ein altes Gebäude ist. Wo es ja meistens dann Probleme gibt. Barrierefrei, definitiv Gepäck. Richtig. Direkt zum Aufzug, vom Aufzug direkt ins Zimmer, barrierefrei, sehr wichtig. Genau. Ja, und jetzt würde ich sagen... Ansonsten, einen Gruß an Herbert und Karin. Ja, richtig, Herbert und Karin, die haben wir gestern bei Ionity in Bellinzona gesehen. Und die haben uns angesprochen. Die sind aus den Niederlanden, waren in Italien, fast die gleiche Route wie wir. Ne? Und ja, hat uns super gefreut, nochmal an dieser Stelle herzliche Grüße. War schön, euch kennengelernt zu haben. Absolut, absolut. Ist immer cool, sowas angesprochen zu werden. So, jetzt gehen wir nochmal rein. Auschecken übrigens. Frühstück war super. Kontinentales Frühstück. Also es gab wirklich alles. Genau. Zum Frühstück in Italien. Genau. Da wollte ich auch noch was sagen. Wir sind ja noch nicht in Italien offiziell. Die Italiener frühstücken sehr süß. Und nicht so wie wir mit Käse, dieses und jenes. Deswegen, wenn ihr noch nie in Italien wart, würde ich euch empfehlen, nicht unbedingt mit Frühstück
zu reservieren, weil ihr werdet nicht das bekommen, was ihr euch vorstellt. Deswegen lieber ohne Frühstück, ihr könnt euch dann kaufen, was ihr wollt und ja, seid nicht enttäuscht. Genau, weil die Italiener, die machen wirklich vielleicht die besten Marmeladen, richtig, die es gibt. Du hast 5 Marmeladensorten, du hast 3 Croissant-Sorten, aber alle süß, oder alle Torten, mit Füllung, Torten, ja, und das muss nicht jeder beim Frühstück haben. Wir sind zum Beispiel Leute, die brauchen beim Frühstück schon Käse, Salami, Oliven, ja, ja, wenn es noch gut ist, Tomatentürken halt, ne? Und aber manche wollen auch halt so salzige und deftige Sachen zum Frühstück haben. Deswegen wollten wir das nur noch mal kurz erwähnt haben. Ja, wir haben 100% im Akku. Nicht, weil das Hotel eine Ladestation hatte, nein, aber ungefähr 200 Meter weiter da hinten, hinter der Baustellenbegrenzung, gibt es nämlich eine Ladesäule. Ich habe ihn gestern Abend vor dem Schlafengehen dort angeschlossen, ohne Blockiergebühren. Und was ganz, ganz, ganz wichtig ist, jetzt kommt es, verlasst euch niemals auf eure Lade-Apps. Denn die Ladesäule, wo ich das Auto gestern angeschlossen habe, ich mache euch mal ein paar Bilder rein, die war in meiner Ally-App nicht aufgeführt. Die waren bei Shell Recharge nicht aufgeführt, sondern nur bei EnBW auf der App. Aber bei EnBW zahlt man Blockiergebühren, egal ob Samstag, Sonntags, nachts um 3 Uhr, was auch immer, was ich total scheiße finde. Ja, deswegen nutze ich EnBW so gut wie gar nicht mehr. Aber bei Ally nicht. Was habe ich gemacht? Ich bin trotzdem dahin gefahren, habe das Auto angeschlossen, also beziehungsweise nein, habe das Auto da hingestellt und habe erstmal meine Ally-Karte da dran gehalten. Und zack, die Säule ging an. Obwohl die Säule bei Ally auf der App nicht aufgelistet war, hat sie meine Karte akzeptiert und ich konnte das Auto ohne Blockiergebühren laden. Deswegen haben wir heute jetzt 100% und 260 Kilometer Reichweite wird uns angezeigt. Wir fahren jetzt nach Rom. Also ich habe jetzt die Adresse von unserer Wohnung in Rom hier im Navi eingegeben. Es gibt nämlich Folgendes. Der Fiat 500 Elektro kann auch Ladeplanung mittlerweile mit der neuesten Software. Die habe ich jetzt unterwegs in Richtung Lugano mal entdeckt. So. In Köln, als ich die Adresse eingab, hatte er mir noch keine Ladeplanung angezeigt. Auf jeden Fall geht das jetzt irgendwie, aber die Ladeplanung ist nicht so ganz zu Ende gedacht, zeige ich euch mal. Also, Via Giovanni Battista Ceruti in Rom, da ist unsere Wohnung. Ich drücke mal jetzt drauf. Er fragt mich jetzt, fahren? Ja, fahren. So. Jetzt berechnet er die Route. Da hat er das jetzt gefunden in Rom. Seht ihr, 7 Ladestopps plant er für uns jetzt ein. Aktuelle Position, wir starten mit 100%, das zeigt er uns an, was auch gut ist. Okay, nach 105 Kilometern sollen wir bei Free2X laden. Wir würden damit 46 ankommen und wir sollen 16 Minuten laden bis 57% mit 50 Kilowatt. Und dann bei Free2X und dann Free2X, Eviva. Also, es gibt aber leider keine Filtermöglichkeiten. Ich kann ja mal hier drauf drücken und sagen, Route manuell planen. Das bedeutet nur, er schmeißt die Ladevorgänge raus, die Ladeplanung raus und zeigt mir ganz normal wie ein stinknormales Auto die Route dahin. Was ich auch machen werde, denn wie ihr seht, ich kann da keine Filteroptionen setzen, ich kann mir da keine Anbieter aussuchen und er führt mich ganze Zeit dahin zum Wegpunkt 1, Wegpunkt 2. Wie habe ich das gemacht? Wie planen wir überhaupt unsere Route? Ich gehe ganz schnell für 2 Minuten bei Abetter Route Planner rein. Ich mache euch mal einen Screenshot. Die Adresse, wo ich mich befinde, mit wie viel State of Charge starte ich, wo geht's hin? Zack, 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 zack. Denn bei Abetter Route Planner kann ich in den Filtereinstellungen meine Lieblingsladeanbieter sortieren. Ich kann meine Ladekarten eingeben und. Er berücksichtigt alles und plant relativ eine zuverlässige und saubere Routenplanung. Und danach halte ich mich. Und wir sollen laut Abetter Route Planner nicht 7-mal, wie der Fiat das sagt, sondern 5-mal laden. Ist nun mal so, kleines Elektroauto. Und wir halten uns nach dem Plan. Ja? Es sind mehrere Ionities dabei und eine von Free2X. Da bin ich mal gespannt, wie das wird. Ich gebe jetzt im Navi die einzelnen Adressen für die Ladesäulen von Ladesäule zu Ladesäule ein. Und so fahre ich dann auch meistens immer. Und unsere erste Ladepause ist bei Ionity bei Piacenza. Und das Auto sagt uns auch momentan 5 von 6 verfügbar. 3 Blitzzeichen bedeutet Fast Charging. Da fahren wir jetzt hin. Zack, zack, fahren.
Und das wären von hier aus 152 Kilometer. Er will aber trotzdem, dass wir einmal laden, obwohl wir mit 100% starten und 260 Kilometer Reichweite haben. Das heißt, wir würden das locker schaffen. Deswegen schmeiße ich das raus und sage Route manuell planen. Und er sagt mir jetzt einfach nur, stinknormal die Route. Und ich würde sagen, jetzt geht's aber mal los hier. So, und willkommen in Italien. Wir überqueren gerade die Grenze von der Schweiz nach Italien und ihr seht schon, Como Milano, Como Milano. Das bedeutet, Bienvenuti in Italia, Bella Italia. Buongiorno. Sì, grazie. Ciao, buona giornata. So, ihr Lieben, Italien bedeutet wieder Money, 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 must be funny in the rich man's world. Also Maut, Maut, Maut. Ich verstehe nicht, warum Italien es nicht so macht wie Österreich oder Schweiz. Lass die Leute doch einfach eine beschissene Vignette kaufen. Von mir aus für 120 Euro das Jahr. Und dann Optionen anbieten für eine Woche, für 10 Tage, für einen Monat. Aber jedes Mal an den Autobahnen sich anstellen und dann noch Personal hier hinstellen. Das kostet ja auch alles Geld. Kostet alles Geld, kostet Zeit. Und also ich finde es irgendwie altmodisch. Österreich und die Schweiz machen es vor. So muss das sein. Vor allem in Österreich noch besser. Da kannst du es nämlich online beantragen und dein Kennzeichen ist digital eingetragen. Die Schweiz ist noch ein Ticken altmodischer. Da musst du unbedingt an die Scheibe immer noch die Vignette draufkleben. Egal. Also, zweite laute Pause in Carpi bei Ionity. Das ist hier so ein Einkaufszentrum wieder mal. Ich habe festgestellt, wir mussten jetzt für Ionity 13 Kilometer von der Autobahn abfahren, runterfahren nach Carpi ins Zentrum rein. Höchstwahrscheinlich darf oder kann Ionity nicht entlang der Autobahn in den Raststätten wohl in Italien bauen, weil das ist jetzt die zweite Stelle, wo man von der Autobahn runter musste, sozusagen. Natürlich verliert man unnötig Kilometer und unnötig Zeit. Ich habe jetzt von der Autobahn bis hierhin 8 Minuten gebraucht, ne? Und nochmal 8 Minuten zurück, dann summiert sich das eben. Aber immerhin haben wir hier, schaut mal, 2, 4, 6 freie Stalls, die man aus Deutschland gar nicht kennt, ne? Genau, erlebt man nicht all die Tage, alle genau. Tage. Also hier gibt es auf jeden Fall ein Meckes, dann ein Einkaufszentrum und. Ich muss dringend aufs Klo. Wir haben jetzt 33% im Akku. Nächste Ladepause ist in 150 Kilometern. Deswegen werde ich ihn jetzt so bis 85% hochladen. Na? Aber nächste Ladepause, Leute, nicht mehr Ionity, sondern das erste Mal Sesto Fiorentino Firenze, und zwar ist wohl in der Nähe von Florenz, Free-to-X-Säule. Das wird für uns auch Premiere sein, in Italien so eine Fremdsäule mal auszuprobieren. Aber das macht uns ja keine Angst, weil wir haben in Andalusien schon alles überlebt. Ne? Mit also da war Endesa, das E.ON aus Deutschland, ja, genau. Weil es nie funktioniert hat. In Spanien. Aber Iberdrola war Iberdrola super. Hat immer und zuverlässig funktioniert. Übrigens haben wir jetzt eine Frage an euch. Tarek hat nämlich geguckt und wir machen uns gerade Sorgen wegen unserer Portugal-Reise. So wie er gelesen hat, gibt es da anscheinend Probleme. Weil ich kann nur mit Shell Recharge dort laden. Habt ihr eine Idee, mit welcher App oder Karte man in Portugal laden kann? Ja, es gibt die Mio-App, ja, es gibt noch andere Apps, aber da braucht man eine portugiesische Steuernummer, die man hinterlegen muss. Da habe ich keine Möglichkeit aus Deutschland. Wer eine Idee hat, genau, bitte kommentieren, bitte. Leute. Ansonsten steht das nämlich auf Kippe, ob wir ja, das dann weil noch nicht mich können, nur auf so. Shell Recharge zu verlassen, ob die Säulen dann funktionieren oder nicht. Wobei, könnte ein gutes Abenteuer für uns werden. Gute Sommerurlaub. Egal. Aber jetzt keine Zeit verlieren. So. Ab.
Also, Auto ist eingesteckt, 33-34% mittlerweile. Ich lade ihn auf 85% hoch und dann geht's auch weiter. So, dritte Ladepause hier in Sesto Firenze, ja. Hier sollen jetzt die Free2X-Ladesäulen irgendwo geben, laut Navi, jetzt hier auf der linken Seite. Let's have a look. Dann Ankunft, Ziel auf der linken Seite. Okay, wo sind die Ladesäulen? Und da sehe ich schon eine coole Alpitronic-Säule und ja, einige sogar. Ey, wie geil ist das denn? Leute, Free2X mit Alpitronic, das ist ein Traumduo für mich gerade. Jetzt von Lugano aus haben wir 405 Kilometer gemacht, durchschnittlich 92 km/h. Also außer den Baustellen fahre ich überall 130 bis 120, immer je nachdem. Und Durchschnittsverbrauch momentan von Lugano aus 15,8 Kilowattstunden. Ja, das ist okay für die Geschwindigkeit. Und jetzt erstmal Auto anstecken und so bis knapp 75 bis 80% laden. Stecker, nein, Stecker rechts, genau. So. Auto anschließen bitte. Das ist schön schwer. Ja. So. So. Aha, es hat schon mal geklappt. 23% im Auto. Was passiert? Houston, wir haben ein Problem. Ihr Lieben, Folgendes, ich kann es euch mal erklären. Wir versuchen jetzt erstmal Ruhe zu bewahren, erstmal cool zu bleiben. Aber es gibt wohl ein Problem mit dem Fiat 500. Schaut mal da, da ist er alleine. Und er lädt nicht. Er lädt nicht, denn im Display kam jetzt die Meldung, Ladesystemfehler. Bitte überprüfen Sie die Elektronik des Fahrzeugs. Ich habe es mal mit der anderen Säule probiert. Nein, das gleiche Problem, Ladesystemfehler. Ich habe es mal gegoogelt. Bei einigen hat es wohl geholfen, eine halbe Stunde lang abschließen, warten, später neu starten. Ich habe da richtig keinen Bock drauf. Wir waren so heiß auf Rom heute. Bis jetzt hat es auch wunderbar geklappt. Aber es kommen Erinnerungen hoch, ne? Nee, ich hoffe nicht. Ja, klar, haben wir jetzt ein bisschen Angst, muss ich ehrlich sagen. Ja. Aber okay. Wir haben da keinen Bock drauf. Wir haben noch 30 Kilometer Reichweite. Genau. Im allerschlimmsten Fall kommen wir noch bis zur nächsten Fiat. Werkstatt, aber Werkstatt. Heute ist Sonntag. Ja. Also folgende Möglichkeit. Entweder ist die Fehlermeldung gleich weg, dann ist alles gut, dann fahren wir weiter mit einem mulmigen Gefühl. Zweite Möglichkeit, die schlimmere Möglichkeit, wir müssen ihn abschleppen lassen, beziehungsweise er muss in die Werkstatt. Oder aber wir fahren selber mit der ausreichenden Reichweite bis zum nächsten Fiat-Händler oder Fiat-Werkstatt, weil wir sind ganz in der Nähe von Florenz. Das ist schon mal gut, wir sind nicht irgendwo in der Pampa. Lassen das Auto da stehen, besorgen uns einen Leihwagen über den ADAC, setzen unsere Route fort, holen ihn nach 2 oder 3 Tagen idealerweise wieder ab, wenn die Werkstatt es hinbekommen hat, den wieder zum Laufen zu bringen. Müsste normalerweise klappen. Wir sind in Italien, wir sind in Firenze, das Land von Fiat überhaupt. Also, aber ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen. Vielleicht klappt es ja. Ihr werdet es dann sehen in der nächsten Szene. So, wir haben jetzt 35 Minuten gewartet und laufen jetzt Richtung Auto und werden jetzt einfach mal gucken, ob die Fehlermeldung noch da ist. Also wenn ihr mich fragt, ich bin immer schon der Pessimist gewesen. Ich glaube nicht, dass das hilft. Aschkum, hältst du mal die Flasche? So, und ihr kommt jetzt mit. Mann. Ich bin echt aufgeregt gerade. Bremse treten, auf Startknopf und... Und Auto starten. Also jetzt kommt momentan keine Fehlermeldung. Jetzt Auto starten. Fahrzeug ist fahrbereit. Jetzt ist die Frage, kommt irgendeine Fehlermeldung oder nicht?
Nein. Das ist schon mal nicht schlecht. Also wir waren auch übervorsichtig, weil wir kein Risiko eingehen wollten. Und ich hoffe, es hat sich gelohnt. Ja. Ja. So, ich habe gerade hier mit meinem Ansprechpartner von Fiat telefoniert und er wartet jetzt einfach auf einen Anruf von mir. Ich habe gesagt, wenn ich mich nicht nochmal melde, ist alles gut. Aber der Triple Charger ist hier tot. Den können wir nicht benutzen. Da will ich das Auto nicht nochmal anstecken. Kann ja sein, dass die Säule irgendein Schuss oder was weiß ich jetzt mit dem Auto gemacht hat, mit dem System. Ich habe jetzt hier in der Nähe andere Schnellladesäulen gefunden. Hier gibt es ja Gott sei Dank einige Schnellladesäulen, ungefähr 7 Kilometer weiter entfernt von hier. Wir probieren mal unser Glück. Ihr bleibt dran, bitte drückt uns die Daumen. Bitte, bitte Leute, ich habe echt keinen Bock auf einen Abschlepper und Leihwagen und. Nein, bitte, bitte, bitte. Und jetzt sind wir da. Das sind immerhin auch Alpitronic-Säulen von Eviva diesmal. Und ich probiere jetzt einfach mal mein Glück. Nochmal das gleiche Spiel, ihr Lieben. Verifikation, super, Stecker rechts. Und er klackt, es klickt. Na komm, Baby, mach keinen Scheiß, bitte. Ihr Lieben! Der Akku von der GoPro ging leer in dem Moment, als die Ladung gestartet ist. Alles gut, hat super geklappt. Er lädt hier. Also, das sind die Tücken der Elektromobilität. Es kann immer wieder sein, dass eine Säule, ja, und ihr habt es gesehen, es war eine Alpitronic-Säule eben. Es kann auch definitiv in Deutschland passieren, sowas. Ihr könnt jetzt gerne kommentieren. Es lag nicht am Auto, es lag wohl an der Säule oder an dem Anbieter oder an der Software von der Säule, was auch immer. Alles gut, dann verliert man ein bisschen Zeit, ist richtig, okay. Richtig. Und Hauptsache Ende gut, alles gut. Ende gut, alles gut. Also die GoPro habe ich hier im Auto gelassen, eigentlich weil wir uns beeilen wollten, aber Nas hat hier ein Einkaufszentrum direkt schon entdeckt. Das ist die Valdichiana Village Land and Fashion. Ist wunderschön. Also normalerweise mag ich es, wenn ich im Urlaub einkaufen zu gehen. Ja, aber klar. Das ist so bezaubernd schön hier. Ja. Und wir wollten jetzt einfach mal eine Runde drehen, schnell, ne? Aber total süß. Genau. Jeder, der hier durchfährt, ein Stopp wäre hier auf jeden Fall erwähnenswert. Aber, hier kann man super essen. Eins muss ich ja trotzdem sagen, hier gibt es bestimmt auch leckere Pizza und so weiter, habe ich schon alles gesehen, aber Ionity Hypercharger macht hier null Sinn, absolut null Sinn. Ich meine, die waren jetzt alle frei, weil hier in Mitte Italien die E-Mobilität noch nicht so angekommen ist wie in Deutschland, aber trotzdem, ich meine, so 50 kW oder 22 kW Wallboxen hätten es mehr als genug getan. Eigentlich. Wir sind froh, dass Sie da sind. Ist ja gut jetzt. Aber ja. Aber Sinn, ihr merkt es, wir lassen uns Zeit. Es geht nicht darum, dass wir so schnell wie möglich in Rom ankommen. Ich habe bei uns in der Bleibe schon angerufen. Da kam eine junge Frau dran, die wartet schon drauf. Ne? Genau. Ich meine, ich werde hier nicht nochmal hinkommen. Eben. Warum soll ich mir das dann jetzt eben hier nicht anschauen und genießen? Vielleicht gönnen wir uns ein Eis. Vielleicht kaufen wir noch was und ja. Und wir wollten euch das unbedingt noch mal zeigen hier. Total. Total. Und vor allen Dingen hier, die haben das halt wie eine Piazza gemacht hier, ne? Schön. Komm, weiter. Was gibt's? Wir haben uns jetzt natürlich Zeit gelassen und unser Luigi, der hat jetzt 94% im Akku und zieht nur noch 14 kW. Boah, ist das schön hier. Überall in Italien sind die Ionities bis jetzt schön leer gewesen. Das ist ja mal was anderes. Aber die Frage ist, von hier aus sind es bis zu unserer Ferienwohnung in Rom knapp 190 Kilometer. So, er würde jetzt so um die 220 Kilometer kommen, real, wenn ich nicht schneller als 100 fahren würde. Aber die Frage ist, da in der Nähe von unserer Ferienwohnung gibt es 3 AC-Ladesäulen. Ob die aber belegt sind bzw. blockiert sind von Verbrennern, was leider vorkommen kann hier, weiß ich nicht. Ich will das nicht riskieren. Kann sein, dass wir kurz vor Rom nochmal bei einer Ionity-Ladesäule halten und nochmal für 10 Minuten nachladen. Aber hier hat das jetzt absolut keinen Sinn mehr. Jetzt fahren wir erstmal weiter.
30 Kilometer vor Rom nochmal zwischenladen für 10 Minuten, damit wir etwas Saft haben. Sonst wäre es zu eng gewesen. Endlich, endlich, endlich angekommen in Rom. Das sieht man hier an den tausenden Mofa- und Vespa-Fahrern und Fahrerinnen. Leute, schaut mal, wir stehen im Stau. Wir haben noch 13 Kilometer bis zu unserem Ferienapartment. Das Problem ist, wir müssen durch das Zentrum von Rom quasi einmal überqueren, ja, weil das Ferienapartment auf der anderen Seite liegt. Aber wir haben jetzt 19.25 Uhr. Wir sind heute Morgen um 10 nach 8 von Lugano gestartet. Ja, ein bisschen später. Bisschen später? Ja, halb neun. Halb neun. Also wir haben jetzt 11 Stunden gebraucht. Eine Stunde hat uns die defekte Ladesäule gekostet. Ja, also das Ladeproblem, sagen wir mal so. Ja, eine Stunde. 30 Minuten hat uns das Einkaufszentrum gekostet. Habt ihr ja gesehen. Anderthalb Stunden. Dann, Leute, etwas, was ihr in Italien unbedingt jetzt wissen müsst. Es gibt ja natürlich auch in Italien mittlerweile Ionity-Säulen, aber keine einzige Stelle war an der Autobahn auf der Raststätte, sondern wir mussten immer rausfahren. Teilweise bis zu 10 Kilometer ins Landesinnere, also von der Autobahn rein und dann bis zu 10 Kilometer wieder raus. Und das kostet Zeit und das haben wir viermal gemacht. Das bedeutet, diese rein und rausfahren zur Säule und dann wieder zurück zur Autobahn, das hat uns locker insgesamt noch mal eine Stunde gekostet. Da kann der kleine Luigi nichts dafür. Jeder Taycan-Fahrer, jeder EV6-Fahrer, der hätte diese Zeit auch investiert. Okay? An alle Schlaumeier unter euch, bevor ihr jetzt hier was kommentiert. Zum Verbrauch kann ich euch jetzt auch schon was sagen. Wir haben 711 Kilometer heute gemacht. Durchschnittlich 87 km/h, ja. Und wir haben hier, schaut mal, 16,2 Kilowattstunden im Schnitt verbraucht. 16,2 heute. Und von Köln aus, kann ich euch auch gerne mal zeigen, von Köln aus haben wir 1510 Kilometer gemacht mit 16,5 Kilowattstunden durchschnittlich verbraucht. Und ihr Lieben, ich bin überall 130 bis 120 gefahren, wo es ging. Ja, natürlich gab es zeitweise Baustellen und jetzt hier Stop-and-Go-Verkehr und so weiter und so fort. Aber ich möchte noch kurz was zum Fiat sagen. Das ist eins, wenn überhaupt, das kleine Elektroauto, was mega langstreckentauglich ist, was das Fahrgefühl angeht, was Raumangebot angeht, was Sitzkomfort angeht. Und Aschkem, halt mal die Kamera nach hinten. Ihr seht, wie viel Stauraum und wie viel man hier reinbekommt, wenn man möchte. Wenn man zu zweit ist natürlich, ja. Also unterschätzt dieses Auto auf keinen Fall. Noch ein Riesenlob an die ganzen Assistenzsysteme. Wir haben hier den Lenkassistenten. Der hat nicht einmal rumgezickt. Der hat nicht einmal das Lenkrad rausgerissen oder abrupt gebremst. Er macht das alles so sanft wie ein erwachsenes Auto. Ich liebe ihn nochmal. Ich habe schon immer gesagt, ich liebe den kleinen Fiat 500. Und die Ladepausen, mein Gott, Leute, alle 120 bis 150 Kilometer müsst ihr auf Langstrecke damit laden, wenn ihr so mit 130, 120 unterwegs seid im Sommer. Und so ist das aber. Aber er kann das. Wir sind in Rom, Mann. Ja? Aschkem, was sagst du? Was ist dein Fazit? Erzähl mal. Genau dasselbe. Ich unterstreiche alles, was du auch gesagt hast. Ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht wegen den Sitzen. Ja, weil, ne, ich habe hier Rückenprobleme, aber... Nee, ne? Nein, alles wirklich. Gut. War alles okay. Ja, ich habe Nackenschmerzen. Ich habe jetzt hin und wieder mal mein Nackenkissen genommen. Aber diese Probleme hätte ich mit allen anderen Autos auch gehabt, weil das halt, wie gesagt, gesundheitliche Probleme von mir sind. Aber ansonsten, wie der Tarek schon gesagt hat, hat alles wunderbar geklappt. Also das Auto kann was. Der kann auf jeden Fall was und ich hoffe, der zickt jetzt nicht rum in den nächsten Tagen. Dann schneiden wir das alles raus. Wovon ich natürlich nicht ausgehe und ich muss jetzt hier in Rom auf den römischen Verkehr achten, denn die ganzen... Mach das bitte. Denn die ganzen Motorrad- und Mopedfahrer, die kommen aus allen Ecken, Leute. Links und rechts, das ist denen egal hier. Halt mal die Kamera nach rechts. Zack. Und da ist er auch schon. Mit einer Lego-Tüte in der Hand. Aber okay, in der Türkei seht ihr drei Leute auf dem Motorrad. Ja, das stimmt, ne, teilweise. Das haben wir in Italien noch nicht gesehen. In der Türkei ist das gang und gäbe. Aber das war eine angenehme Reise, oder? Ja, ja. Bis auf
die Angst, die wir ein bisschen hatten, ja, ne? Mit weil dem das alles wieder aufgelebt worden ist von damals. Ansonsten war alles okay. Genau. Ja. Ja. Wir werden jetzt heute nicht mehr groß was machen. Wir werden noch die Roomtour mit euch machen. Richtig. Und dann bleiben wir so, wie wir sind. Wir ziehen uns noch nicht mal um und gehen einfach was essen in der Nähe. Richtig. Ne? Da gibt Richtig. Es wohl sehr viele Trattorien in der Nähe und ja, wir lassen es uns dann schmecken. Genau. So, Frau Bay, endlich angekommen hier in Rom. Endlich angekommen. Wir wurden ganz herzlich begrüßt. Ja. Haben uns schon das Zimmer angeschaut und holen jetzt unser Gepäck. Genau. Wir haben jetzt das Auto leer gemacht, wie ihr sehen könnt. Und einige Taschen sind noch da. Hier steht Luigi. Die Siedlung sieht so aus. Das ist eine stinknormale Siedlung. Da oben ist unser Apartment im zweiten Stock. Und ja, so viel dazu. Jetzt gibt es natürlich zum Schluss eine Roomtour. Wir sind da. Da ist das Apartment. Erstmal Tür zumachen, ne? So. Also, wie sieht das hier alles aus? Ta-ta-ta-ta. Eine Sitzecke, unser Bett. Es ist quasi ein Zimmer. Ne? Genau. Da ist das Badezimmer. Hier haben wir eine Kochzeile. Wie unsere zweite Bleibe in Österreich auch. Genau. Ein Zimmer insgesamt nur, aber. Ein Fernseher und der Blick nach unten. Den wir nicht brauchen. Den wir nicht brauchen. Ein Badezimmer. Hast du das hier schon gesehen? Ja. Hier ist unser Badezimmer noch. Genau. Also darum geht es mir meistens immer, wenn ich was aussuche und ja, die Bewertung. 9,6. Also die Bewertungen sind top, top, top. Es ist alles mega sauber. Ja, wirklich. Und als Begrüßungsgeschenk gibt es noch hier Getränke. Fand ich voll nett. Und Kaffee und Tee gibt es auch noch. Super. Aber wir haben jetzt Hunger, ihr Lieben. Genau. Was hat die Fahrt von Köln bis nach Rom gekostet? Wie oft haben wir insgesamt geladen? Mit den ganzen Hotels, mit den ganzen Ladekosten und. Schreibe ich euch alles jetzt unten rein, blende es euch ein. Und ich würde sagen, alle, die jetzt neugierig darauf sind, was machen die beiden denn in Rom alles? Ey, ihr werdet noch Augen machen. Erstmal brauchen wir jetzt Mangiare, mangiare. Mangiare, 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 genau. Wir sagen herzlichen Dank fürs Zuschauen erstmal. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, ihr wisst ja, Leute, bitte Daumen, Daumen, Daumen. Ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus und abonnieren. Genau, falls noch nicht geschehen. Und es kommen weitere Videos natürlich mit anderen schönen Städten. Deswegen unbedingt abonnieren. Richtig, denn wir machen Rom unsicher und in 3 Tagen geht's zu der Toskana mit wunderschöner Landschaft. Ich hoffe auch mit bisschen Sonne. Und dann, wisst ihr, geht's in Richtung Ligurien und irgendwann im letzten Teil geht's wieder komplett von Genua zurück nach Köln. Das wird dann nochmal bestimmt ein kleines Abenteuer für uns. Mit Sicherheit. Bis zum nächsten Video. Wir lassen uns überraschen. Bis zum nächsten Video. Ciao. Tschüss.